herzlich willkommen zur 37. Folge von Risen Architect zusammen mit Tobi. Hallo, moin. Ja, ihr seht es, hier liegen ein paar Leute tot herum. Das lag daran, dass die letzte Folge so ein bisschen aufstandsreich war. Deswegen schaut ihr euch dringend an. Da habt ihr nämlich einiges verpasst in der letzten Folge. Ja, diese Folge geht es darum, dass wir uns mal diesem Gebäudekomplex hier annehmen, was ich auch schon länger angekündigt hatte, und auch diesem Gebäudekomplex. Dazu werden wir als allererstes aber erstmal hier die Stromversorgung umschalten, ne? Indem wir das Ganze hier oben einmal auf erneuerbare Energien von den Solarzellen hier unten umschalten. Ne? Also hier mal Versorgung, genau, die Kabel liegen schon bis hier oben. Genau, das Netz hier läuft auch an. Die laden sich langsam auf, die Akkumulatoren. Das heißt, wir schalten das hier einmal aus. Dadurch kommt jetzt kein Strom mehr. Dann hier einmal abreißen das Kabel. Und hier, nee, das ist falsch. Nee, das ist richtig. Ich wollte die Stromversorgung von oben. Ja, ich wollte den Netzschalter aber nicht abreißen gerade. Deswegen hier das Kabel, oh. Das muss raus. Ich hatte außerdem den Netzschalter hier angesagt, dass der abgerissen werden soll. Sorry, ich habe gerade nicht ganz zugeguckt. Ich habe nur noch mal geguckt. Ob Multiplay doch gut. So, und wenn die das Ding dann mal abgerissen haben, hier das Kabel, dann können wir hier den Netzschalter auch anschalten, ne? Ich überlege gerade, was wollen wir mit den Elektrizitätswerken und Kondensatoren anfangen, weil die braucht man dann für erneuerbare Energie ja gar nicht mehr. Ich will die ganze Zeit hier da stehen. Tobi Raptor möchte ihre Übertragung sehen von Steam. Ich habe die ganze Zeit eine Meldung hier da. Ja, Klinge weg. So, jetzt ist es weg. Kommt der Arbeiter vorbei, der Pause macht. Ja, ich hätte gern einen, der mal das Ding hier abreißt. Das wäre ganz nett. Drück einfach mal oben auf den Nummern 2, 3 oder 4. Wie Nummern 2, 3 oder 4? Ist die Geschwindigkeit. Ach so. Okay, jetzt ist das Kabel weg. Das heißt, ich kann jetzt hier den Netzschalter einschalten. Beziehungsweise ich kann den allgemein abreißen, den Netzschalter, weil hier auf dem Weg Netzschalter brauchen wir ja nicht. Die Stummel läuft allgemein hier nach oben. Ne? Das heißt, den können wir abreißen, ne? Ob das Kabel, was da drunter ist, das bleibt dann noch da. Das wäre zumindest ganz nett. Machen wir gut weiter. Und dann können wir hier abreißen, beziehungsweise habe ich deren Versorgung. Ich sage dann hier, auf das Ganze soll hier alles abgerissen werden. Das braucht nämlich keiner mehr. Also wie das hier, da muss ich Stromleitung hier, vielleicht für. Muss ich dann gleich hier nochmal neu machen? Ah, dachte ich mir, dass hier dann das Kabel doch wieder abgerissen wird. Ja, das war klar. Also Rio bitte wieder hinbauen, dass der Strom auch wieder kommt. Komm schneller. Und dann hier wieder Rohre hinbauen. Auch mit Rio bitte. Dankeschön. So, dann warten wir mal kurz, bis der ganze Strom und Wasser und alles wieder hierher kommt. Schau mal im Lager. Ich glaube, da ist so viel Holz drin. Im Lager? Wo ist unser Lager, Pascal? Nicht die Werkstatt. Ja, aber die Werkstatt hat auch viel. Und wo ist unser Lager? Ja. Hier? Ist hier Holz drin? Ja, zwei Holzstämme sind ein bisschen was. Ja, gut, ich dachte es besser. Hier oben ist unser Holzlager. Was ist alles hier? Schön auf die Tische gelegt, ja. Alles schön auf die Tische. Ja, alles schön auf die Tische gelegt. Das sind nämlich alles die Tische hier, die Tobi in der letzten Folge hingebaut hat. Ich glaube, da ist auch irgendwas falsch mit den. Naja. Wie viel Holz dort angefragt wird. Können wir das Gehalt eigentlich wieder kürzen? Ich versuch's bei der letzten Folge erhöhen.
Ich kann es aber leicht kürzen, so ein bisschen was. Um 10% einfach. Finanzen. Dann haben die immer noch 50% mehr Gehalt. Ja, um 10% gekürzt. Das Gehalt. Ich verstehe immer noch nicht, warum du da jetzt den Strom rausnimmst. Ja, weil ich das Kabel, das gehört ja dann nicht zur Struktur. Ich muss ja hier irgendwie erstmal die Zellen da dann hier oben rein, und unten im Psychiater. Und dann kann ich erstmal schauen, wie es am sinnvollsten mehr Strom zu legen. Ach, du wirst es wirklich durchziehen mit den allgemeinen Zellen, wo dann wieder alles verbuggt ist und... Nein, okay. Das werden normale Zellen, wie hier auch, nur dass hier keine Traktzuweisung kommt. Also dass die nicht, da steht extra für hohe, extra für mittlere, extra für niedrige. Das geht in die Hose. Wir werden sehen. Und die sollen auch nicht fest belegt werden. Also dass wir einfach sagen, keine Ahnung, wir wollen 120 ja, normal nehmen. Das heißt, wir sagen, wir wollen immer 100 haben und hier trotzdem noch welche haben, dass wenn keine Ahnung irgendein Trakt überfüllt ist, weil wir zu viele runter oder zu viele hochgestuft haben, dass sie halt eben hier immer noch, wenn sie wollen, dahin können. Und wenn sie alle Bock haben, hier hinzugehen, dann ist er dem Darm auch voll. Kann man nicht machen. Was hältst du davon, wenn wir das Fundament zumindest vom unteren Teil mit dem Psychiaterbüro auswechseln gegen eine Mauer? Gegen Mauer hier? Das wäre unnötig, ne? Wären sich unnötig. Ja. Das ist Beton und Mauerwand, das ist am Ende auch. Am Ende des Tages auch wieder egal. Aber nicht fürs Feeling. So, warum kommt eigentlich mein Baumwasser an? Wir haben hier eine Baumwasserleitung gemacht. Das stimmt. Aber die reichen. Druck reicht nicht, ja. Der Druck von hier oben reicht nicht. Das heißt, wir müssen dann hier... Du musst trotzdem noch irgendwie einen Boiler für das Warmwasser der Küche hin. Du kannst, glaube ich, auch in die Küche einfach einen Boiler bauen. Da ist ja eh Wasser etc. Ja, hier haben wir so einen Boiler. Platz ist auch und da ist auch nicht so schlimm, wenn es da so warm wird. Ich kann aber hier einen Eingang einfach einen Boiler stellen, das geht ja auch, da ist auch genügend Platz. Ja, aber das ist dann eine Kantine, da wird er vielleicht zerstört. Ah, nee, eigentlich ist es halt dämlich, ne? Ja, wenn sie es zerstören, ja. Haben sie kein warmes Wasser mehr. In der Küche ist ja eh warm, wegen Kochen. Ja, okay, dann stellt da einfach einen Boiler. Boilerstrom hat er schon. Wegen Wasser machen wir hier aber so groß Wasserrohr hin, anstelle des kleinen Wasserrohrs. Ich wette, die legen das übereinander. Oder sie bauen ein großes Wasserrohr um das kleine herum. So, dann können wir da noch links anschließen, dann klappt es auch wieder. Lass es einfach. Einfach ignorieren, das werden wir uns. Nein, ach so, das. Ich dachte, du wolltest diesen Kringel da wegmachen. Nee, da müsste ich ja die ganze Strom. Tunnel, also, müsste die ganzen Tunnel, Strom hier weg. Tunnel. Die haben nur ein Fähnchen markiert, weil da irgendwas gerochen haben, die Hunde. Was ein Tunnel sein könnte oder so. Wo wollen die denn hin? Es kann auch sein, dass die Hunde sich da irren, wenn sie da was riechen, ne? Aber das ist einfach so ein Anzeichen, wenn die Hunde vermehrt was riechen, ne, dann sollte man vielleicht. Ach guck mal, hier hat man gerade gesehen, der Hund hat die Pflanzen abgeschnüffelt nach Zeug. Aber. Wenn sich ja, man kann irgendwo auch in den Einstellungen kann man auch regelmäßige Drogenkontrollen bei den Pflanzen einstellen. Und wie regelmäßig die das machen sollen. Ja, aber wenn sich diese Fähnchen, also dass die Hunde da irgendwas sehen, dass sie das Ganze häuft, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, was dann vielleicht mal was ändert. Also nochmal durchsucht oder so. Ja. Du kannst einfach mal das Objekt verkaufen Tool nehmen und bei Objekte ist das mit. Und die Servo und die Kondensatoren etc. gleich mal verkaufen. Cool, ist auch schon wieder alles neu für dich. Ist immer ganz unten. Ach, hier das Zeug. Gezeigt. Ja, ja, genau. Guck mal, gibt sogar noch Cash. Cash in den Tisch. Ja, warte mal. Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, diese Lampen hier, die sind irgendwie platziert, automatisch, aber das brauche ich ja nicht. Und hier in der Mitte soll ja eine Wand rein, weil es sollen ja zwei Büros werden am Ende des Tages. Ja, stimmt, da können sie die Eingänge nach unten machen. Na, richtig. Also der Plan, und hier in die Mitte kommt eine Wand rein. Die Wand, die kannst du ja schon mal ziehen. Ach so, und du kannst den Boden gegen Parkett auswechseln. So, Parkett. Warte, ich mach erstmal die Türen rein. Ich habe das letzte Mal eine Wand gebaut. Das ist auch schon wieder ewig her. Einfach eine normale Tür. Ja.
Warte mal, da jeweils eine Tür rein. Und hier kommt eine Betonwand rein. Yep. So, und dann sagtest du Bodenparkett. Yep. Böden. Vierte Reihe von oben. Eine zweite von links. Ja. Gut. Ich glaube, jetzt hat die Wand da abgebrochen, oder? Nicht? Ach, ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Ja, jo, hat's. Hat. Da bauen so. Sie, da verlegen sie jetzt, da verlegen sie jetzt Parkett drin und dann bauen sie eine Mauer drauf. Ist doch gut. Apropos, du könntest, falls du irgendwie mal Langeweile hast, kannst du da auch mal Böden, schöne Böden mit reinbauen. Ja. Sind unsere Zellen 3x3? Ja, hab ich gar nichts mal nachgeschaut. Das sind noch 3x3 aus. Ja. Es geht perfekt nicht auf, das heißt, wir müssen das hier unten eins größer, eins höher machen, das Dingens. Oh nein, die werden sich ja sowas von beschweren, die Psychologen. Ja, ein Gang dazwischen. Ein größeres, frei. Dass sie ein größeres Büro kriegen. Du musst auch noch die Frontmauer. Nein! Du brauchst uns die Frontmauer. Du brauchst die Frontmauer. Wie die Frontmauer? Aber ja, klar, ja, es ist nur Eingang frei. Das ist blöd, deswegen mache ich die lieber kurz und länger. Ich mache die nicht 3x3, sondern 4x2. Nö, nee. So. Naja, aber 3x3, da hast du einen Gang dazwischen, das ist echt nervig. Ja, dann war das Gebäude größer. Ja, dann lasse ich, dass ich hier noch die Wand mache. Dann ist das nicht mehr symmetrisch, dann habe ich keine zwei großen Büros mehr. Ja, richtig. Was wird der schon wieder von uns? Ja, ja, ich weiß, dass gestern ein rahmenschwarzer Tag war. Ich war nicht schuld, Tobi war schuld. Hey, du hast zu viele Menschen sind ins Leben gekommen, 22. So, es ist heute keine weiteren Todesfälle, gibt's, sonst kommen sie vor Gericht. Naja, die Gefahr ist ja gerade relativ niedrig. Keine weiteren Todesfälle, 0 von 5. Ja. Okay, maximal 5 Todesfälle, Pascal. Kriegst du das hin? Ich denk schon. 2x4 Zellen, hässlich. Ja, nee, dann muss ich das ganze 2 erweitern, das Gebäude, in die Richtung. Und hier in der Mitte noch die Tür rausrennen, alles Mögliche. Ach. Wenn du 2 hast, dann hast du 3er-Gang. Ja, ja, okay, dann verschiebe aber vorher die Hundehütten. Ja, das ist mir schon klar. So. So. So, bitte verlegt das Ganze. Ach, da extra Wände abreißen. Zaun hier muss weg, das muss weg. Gut, dann wird es nicht mehr als Zwinger anerkannt, ich weiß, aber gut, das können wir gleich wieder ändern. Und dann einfach das Fundament. Ja, aber sonst die Zäune, sonst werden die Zäune wieder so gelassen, wie sie sind. Deswegen, da wo Zäune sind, da werden Wände gebaut. Ja. Da müsste ich die eh wieder ersetzen, das ist dumm. Man kann ich auch jetzt gleich abreißen einfach. Ich spule einfach mal ein bisschen vor, bis die Zäune weggebaut sind. Beziehungsweise hier die Wand kann ich dann bitte auch wieder rausreißen, weil die bringt das auch nicht mehr. Stimmt, die Türen auch. Ja. Boah, ist das Legie bei mir. Moment. Die Tür abreißen. Die Tür abreißen. So, jetzt weiter. Ich wusste gar nicht, dass es da so Funktionen gibt, dass man zu viele Todesfälle hat. Ja, wir hatten doch selten 22 Todesfälle, ne? Und warum kommt hier kein Wasser an beim Warmwasserboiler? Will ich da jetzt schon wieder fallen? Ach, der Boiler? Ja, hier ist ein Loch. Hier ist einfach Rohr zu Ende. Keine Ahnung, warum da das Loch weg ist, aber okay. Ich sagte, unser Lagerraum ist voll.
Hier, so bringen die ganzen Kisten nicht weg. Also ich glaube, die können, also wir haben einen Haufen Gefängnistüren da drin, doppelte. Wir haben, also ich meine, das Zeug, was du gleich für Zellen brauchst, das kannst du ja rauslassen. Aber nicht, abreißen, die verkaufen. Aber irgendwelche Ventile oder Billardtische, Netzschalter, Abflussrohre, Türservos, das kannst du halt alles wegkaufen. Genauso Personaltüren. Was rechts noch relativ Ventile. Ja, Betten werden aber zum Teil auch gebaut, also die kann man auch, ja, ich weiß schon, selber verwenden und werden automatisch eigentlich verkauft. Ja, okay. Dann guck mal unten nochmal. Warum wir so viele Bügelbretter haben, weiß ich bis heute nicht. Ja, guck mal, das ist doch alles ein bisschen aufgeräumter. Und dann kannst du eigentlich auch, glaube ich, die Mauer einfach mal in der Mitte rausnehmen. So ein bisschen sinnlos. Ja, das stimmt schon irgendwie. Warum hast du auf Pause? Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste. Wenderpreisen, denk dran. Oh. Zwei Todesfälle. Das war gerade Schüsse, die kamen. Aber es ist nirgendwo Schussbefehl. Nee, weiter links. Da in der Dusche. Ach, Leute. Wir haben ein Problem, wenn jetzt auch drei getötet werden. Ich weiß nicht, ob das Spiel vorbei ist oder was auch immer. Auf damit! Also ich sag mal so, wir hatten jetzt 7 Stunden. Wenn jetzt... In 7 Stunden nochmal 2, das kriegen wir nicht hin. Also pro 7 Stunden 2 Todesfälle, das ist nicht gut. Die bewaffneten Wachen wurden jetzt entfernt aus den hohen Trakten. Zur Sicherheit. Und nicht, dass sie noch irgendwie auf die Idee kommen zu schießen. Ich hab da einfach nicht so wirklich Bock drauf. Diese Hunde, die klingen irgendwie manchmal so. Wupp! Wupp, wupp! Wupp, wupp! Das mal fertig bauen, bitte? Wupp, wupp! Es wäre ganz nett, wenn ihr das mal fertig bauen würdet. Die wird eigentlich automatisch abgerissen. Wupp, wupp! Dann muss die Betonwand jetzt nach. Hier. Und hier können wir Betonwand hin, da können wir Betonwand hin. Und die Türen. Da Tür. Jetzt hier in die Mitte und hier in die Raummitte. Yep. Und hier muss dann wieder Boden verlegt werden. So, mach mal bitte Dalli mal. Das wäre ganz nett. Und bau mal wieder eine Personalzauntür in den Zaun ein. Vom Zwinger. Unten. Unten? Ja. Türen. Zauntor Personal. Jetzt schon wieder los. Nee, alles in Ordnung. Alles schön friedlich und ruhig. Es kann uns nichts passieren. Das Gefahrenpotenzial geht schon wieder hoch. Ich achte da gar nicht mehr drauf. Unten so. Beim Büro fehlt noch eine Wand. Naja, ich weiß schon. Ich will nur gerade schauen, ob ich die. Ich glaube, ich muss die Wände ja eh eins nach oben setzen, ne? Ja, genau. Das heißt, da fehlt jetzt nicht gemacht, da noch einen zu bauen. Das kann es schlau. Manchmal stelle ich mich auch schlau an. Das passt.
oder? Nee. Ja, wir haben die. Ja, genau, so haben wir die gemacht. Wo gehen die denn eigentlich duschen? Hier gehen die duschen. Da ist schon wieder was am Fighten. Ja, okay, hat sich geklärt. Na, okay, nichts Schlimmes. So, und hier oben kommt dann, ja. Ja, groß Fenster ist blöd, weil Dreier Gang, aber gut. Türen. Ach so, gut. Drei kleine Gefängnistüren. Nein, bitte nicht. Lass mal wieder eine Tunnelmeldung. Ja, also ich glaube, auch wenn das ist Sicherheits. Ah, ich weiß nicht. Pass auf, wir machen das richtig. Wir machen die. Nein, nicht jetzt. Ich hätte die morgen gemacht. Also okay. Am nächsten Tag. Vielleicht ist da bis dahin das Sicherheitsrisiko ein bisschen runter. Weißt du? Weil das bringt ja auch Plus. Die mauern sich jetzt dort ein, ne? Ja, ich weiß. Ich überlege gerade aber noch wie eine Tür. Mach einfach eine Einzeltür, das reicht. Also es gibt nur jedes Mal so ein Schussgeräusch, wenn einer getötet, weil ich dann sehen soll, okay, es gibt wieder einen neuen Todesfall. Ich schaue es mir gleich an. Aber erstmal baue ich jetzt fertig. Ja. Dann die Tür kriegt Priorität, dass die sich auch ja nicht einbauen. So. Wo ist schon wieder einer gestorben? Alter. Das Ding ist, wenn man alle einschließen würde, gäbe es dann noch Todesfälle? Weil die ja einfach alle eingeschlossen sind? Ich meine, danach gäbe es Streit. Aber das Aggressionspotenzial würde steigen. Ja, aber die werden halt eingeschlossen und dadurch nur die Hohen. Ich glaube, wenn du nur die Hohen einschließt, dann steigt das Sicherheitspotenzial und dann fangen die Mittleren an. Die Mittleren und die Niedrigen, die machen nichts. Die haben bei uns noch nie Probleme gemacht. Nicht in den letzten 2 Stunden Spielzeit. Nicht mal bei dem Aufstand. Soll ich es klicken? Nur hohe Sicherheit? Ja. Ja. Müssen jetzt halt mal 13 Stunden. Du hast Abriegel gemacht. Einschließen? Ja, das ist einschließen. Ja, ich meine Arrest. Und einschließen wieder weg. Hä? Ah, einschließen ist weg. Jo. Da ist ein Taser. Ich hoffe einfach mal, bis. Sobald die da alle drin sind, sollte das. Weißt du, ich meine? Also. Mhm. Ich hoffe, das klärt das jetzt mal so einigermaßen erstmal. So. Dann bauen wir jetzt hier mal. Kann ich schon mal Objekte kaufen, ne? Oh, nö. Was denn? Ich fange mich gerade. Oh, nö. Psychologen, da kannst du auch schöne Fenster reinsetzen. Ja. Was für Fenster gibt's denn? Gib einfach mal Fenster ein und schauen wir. Ein großes Glasfenster. Oder erhöht das die Bewertung?
Und nur von Zelle, Unterrichtsraum, Schlafsaal und Sportsaal. Oh. Ja, gut, soll ich hier beim Programm machen, ist auch egal. Ja, ist super. Aber kannst du mal gucken im Unterrichtsraum, ob du da auch zwei reinbauen kannst. Im Unterrichtsraum gar keine Fenster. Ja, zumindest bei dem linken. Beim linken kannst du einfach nach. Auf der linken Seite da welche rein. Kann man so einfach auf Fenster machen. Ja, okay, dann halt. So, hier ein Fenster. Na noch. Hier ein Fenster. Und die kriegen noch ein drittes Fenster. Hier ist das Fenster. 3, 3, so. Und dann da auch noch ein Fenster hin. Das geht hier natürlich nicht, weil da natürlich was blockiert ist, aber gut. So, guck mal, wie es aktuell der Stand ist. Bei Gefahr? Sind die alle drin? Die roten? Es gibt einige kaputte Toiletten. Ja, schaut so aus. Also werden immer noch alle langsam so reingebracht, okay. Gut. Es sinkt auch, es sinkt auch. Wie viele Ruhe haben wir aktuell? 54, noch 14 zu viele. Niedrige 6. Immerhin. Niedrige immerhin. Nur 6. Naja, die niedrigen und normalen, die könnten sich einen Trakt teilen. Wiederum ist die Kapazität Normalsicherheit nur bei 29? Du kannst mal... Na, weil ich dir ja geteilt habe. Aber 29, keine, was ist das? Ja, da, eine Zelle, alle Zelle ist gerade irgendwie nicht verfügbar wegen irgendwas. Ja. Keine Ahnung. Hier liegt ein Tunnel. Naja. Du kannst auch gleich mal bei Berichten nochmal schauen, ob du wieder bei Leute runterstufen kannst. Ja. Dann versuchen wir den Tunnel mal wieder, dann haben wir eine Zelle wieder mehr frei. Ob ich Leute runterstufen kann. Guck mal da. Und da dürfen sogar zwei wieder raus. Zwei hohe können runter und zwei mittlere können runter. Gestuft werden jeweils. So, wird hier mal Boden gebaut? Ja. Im Ordner ist es, okay. Dann kann ich mich mal in die Einrichtung machen weiter. Betten haben sie ja schon. Dann kriegen sie noch Toiletten. Wie hat man das hier gemacht? Okay, die Toilette war dann immer hier. So, da habe ich jetzt erstmal alles zurechtgelegt, was jetzt noch reingebaut werden musste, das Ganze, die ganzen Leitungen und alles Mögliche, das sollte jetzt auch demnächst gebaut werden. Und wir probieren es gerade nochmal aus, ob es im Multiplayer vielleicht doch klappt, weil Tobi jetzt gerade meinte, dass er im Changelog auch gelesen hatte, dass es Multiplayer-Fixes gab. Ja, tatsächlich, Tobi ist drin, das heißt, ab der nächsten Folge können wir doch wieder Multiplayer spielen. Oh Gott, das sieht da hier aus. Ja. Ich finde es wunderbar ruhig, seitdem die einfach alle eingeschlossen sind, die Hohen. Können wir das einfach dauerhaft so lassen? Wir haben das übrigens geschafft, also wir können jetzt wieder das Arrest ausschalten. Hey, wir haben wieder Multiplayer! Yee. Nice. So, dann warte noch kurz, bis das Ganze hier im Schnelldurchlauf abgeschlossen ist. Alles war natürlich auch schon am Ende der Folge langsam angelangt. Ich glaube, Tobi hat jetzt ein bisschen was rausgeschnitten, was ich auch gebastelt habe. Naja, ah, da ging das Licht an. So spannend. Weil es war jetzt teilweise echt nicht so spannend. Deswegen. Aber seitdem wir jetzt ja alle Folgen auch auf unserem Kanal mehr oder weniger schneiden, je nachdem, ob es angebracht ist oder nicht, sind die ja jetzt auch ein bisschen sehenswerter geworden. Oh, dann danke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sind in der nächsten Folge wieder. Wenn die ganzen Dinger hier fertig sind, dann können wir die noch als Zellen einrichten. Und dann geht's auch im Multiplayer in der nächsten Folge tatsächlich wieder weiter. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, sorry. Tschüss. Tschüss.